In 10 Sekunden geht's los, diesmal mit wunderschönem Sound. Und Abfahrt. Ihr könnt mal ganz kurz vor Ort reinschauen, da sehen wir Lausch Gaming nochmal. Noch sind sie im Turnier. Sollte man dieses Spiel verlieren, dann würde man rausfliegen. Allerdings gilt das gleiche auch für NiP. Auch die Ninjas werden in der Niederlage raus. Und das wäre dann schon der dritte Upset heute. Wenn die jetzt auch noch gewinnen, wenn Lausch Gaming hier gewinnt, dann ist dieser Tag einfach totally kaputt. Dann wäre bisher alles passiert, was man vielleicht dann vermuten könnte im Vorhinein, aber was man irgendwie trotzdem nicht so ganz hat, also was man einfach nicht so ganz geglaubt hat. Gut, Godsend gegen G2, das war wirklich absehbar, aber Tai Lu gegen Liquid zum Beispiel hätte ich niemals gedacht, dass die Chinesen sich wirklich durchsetzen, muss ich ehrlich sagen. Aber ja, hat anmachen, danke für den Hinweis. Trotz perfektem Sound leider immer noch fehlendes hat, aber das haben wir jetzt gefixt und wir sehen Mihu hier auf dem A-Spot, der wird nur als oder auf den Retake angespielt. Das heißt, Mio wird dann schauen, dass er vielleicht gegen Exister in der Main ein, zwei schnelle Shots noch abgeben kann. Vielleicht auch den Headshot setzt, aber dann würde er sich zurückziehen. Das Problem ist, er bekommt es gar nicht mit, dass Nip da aus der Tür schon raus ist. Aber wird gelegt und damit ist der A-Spot natürlich futsch und vor allem auch muss man hier in den Retake. Aber das war auch so gewollt. Also das war ganz klar so geplant. Nicht, dass ihr jetzt denkt, irgendwie Gorosch hat da einen kompletten Mist gebaut, sondern sie wollten es genau so spielen. Und jetzt haben sie halt eben ordentlich Granaten. Ja gut, ordentlich Granaten vielleicht nicht, aber auf jeden Fall Diffuse-Kit für den Retake. Das heißt, man marschiert hier einfach drauf, geht halt ins Aim-Duell. Manchmal gewinnt man es, manchmal verliert man es. Diesmal verlieren sie sogar ziemlich krass. Und Spero ist der letzte verbleibende Spieler. 1 gegen 5 kommt hinten aus der Main nach, wird aber von Exist vermutet und dementsprechend abgeholt. Fragezeichen, nein. Kann sie wenigstens da nochmal werden. Das war jetzt nicht der schönste One-Click, aber auf jeden Fall das 1:0 für die Ninjas in Pyjamas. Ja, es ist halt mittlerweile Standard geworden, dass die Teams den A-Spot wirklich auf Retake anspielen und genau darauf hat NiP auch aufgebaut, weil wir haben es halt genau gesehen, dass sie halt aus der Tür rausgegangen sind und das war ein ganz klares Zeichen dafür, weil wir haben es ja, Mio hat es gar nicht mitbekommen, dass sie auf dem Spot drauf sind. Es war genau der Move dagegen, gegen dieses A-Spot auf Retake spielen, was NiP da gerade mal gezeigt hat. Ach, bin ich froh, dass der Sound jetzt passt. Ihr glaubt's gar nicht, Jungs. Ihr glaubt's gar nicht. So, Forceball von Lausch Gaming. Schauen wir mal, Maus und Spero haben sich da jeweils mit Deagle und CZ aufgestellt. Das hat überhaupt keiner gespart, sehe ich gerade. Also, AWP ist wohl erstmal kein Thema bei Golosch. Auf Cash eigentlich schon ziemlich gut einsetzbar. Du kannst dir halt zum Beispiel mal offensiv in die Main schicken, kannst auch mal offensiv in die Tür reingehen, offensiv vor B pieken, offensiv in die Mitte pieken, defensiv in die Mitte pieken, kannst dich defensiv auf B oder auf A natürlich auch noch aufstellen. Es gibt ganz viele Möglichkeiten für eine AWP hier. Gerade wenn du halt bemerkst, dass NiP jetzt irgendwie einen richtig krassen Pick-Spielstil aufziehen wird, wäre das vielleicht eine Alternative. Schöne Flash für Mihu, naja, wird auch ordentlich angeschossen und dann wird er ja auch gerefragt. Also zumindest konnte Exist vorhin noch mitnehmen, auch Pit geht hier tatsächlich down. Bin mir nicht ganz sicher, warum von NiP niemand Anti-Flash stand, weil es hat echt lange gedauert, bis sie Mihu Damage mitgegeben haben. Sehr schön von Gatrite, ein bisschen lucky auch über die Distanz, dass er noch einen Headshot direkt gibt gegen den Spieler mit Helm. Aber gut. Skill ist, wenn Luck zur Gewohnheit wird, wissen wir ja. Sehr schön, Moment, sehr schön, Fragezeichen. Das wollte ich eigentlich gar nicht, sorry, das war jetzt gar nicht keine Absicht. Ich dachte, dass er da abgeholt werde, worden werde durch die Smoke, aber es war tatsächlich Spero, der seinen Mate da abgeschossen hat. Was war denn da los? Der hat zwei, drei Schüsse abgegeben auf den. Schön von Maus, nochmal einen rausgepickt, also wenigstens kann man ordentlich Damage machen. Und dann ist es Forest tatsächlich. So. Dann schauen wir mal, ob Freiburg da für den Entry Break sorgen kann Richtung B. Wenn es da überhaupt zum ersten Duell kommt, könnte durchaus auch sein, dass Pitt zuerst rausfährt. Er hat nur den Tag 9, also ob er die jetzt verliert oder nicht. Ja. Ganz kurz, weil ich mir gerade gefragt habe, warum kein Simple Raider auf Cache, das funktioniert leider nicht so hundertprozentig bei uns. Wir sind uns noch nicht so ganz sicher, an was es da wirklich liegt. Also, wenn ich die Map quasi lade, wird es richtig angezeigt, aber hier im Spiel dann direkt nicht, liegt wahrscheinlich an diesem, also vermute ich zumindest an diesem Update, das was vor kurzem noch für Cache rauskam. Und irgendwie gibt es da auch Probleme, das hat Simple Raider selbst uns auch geschrieben. Wir haben da versucht, mit ihnen in Kontakt zu treten, konnte man aber bisher noch nicht fixen. Müssen wir abwarten, bis da irgendwann mal ein Fix rauskommt. Nimmt die Nummer 1, Innocent fällt ebenfalls, Spedo geht down und somit ist es nur noch Minis.
Der hat die Tech 9 von Pit. Das ist halt jetzt eben genau dieser Punkt. Deswegen finde ich es immer ganz schön, wenn man Spieler wirklich mit nur einer P250 oder nur einer Tech 9 irgendwo einzeln auf eine Reise schickt. Denn wenn die verloren geht, dann ist es halt kein Beinbruch. Jetzt ist die McKen von Gadget auch noch weg, um Gottes Willen. Da wird Nip bestimmt weinen. Nein, es ist überhaupt nicht schlimm für sie, weil die beiden Waffen interessieren sie halt überhaupt nicht. Es ist auch wenig Geld, was sie da verlieren. Klar, es gibt noch ein bisschen extra Geld für Minis, der einfach nochmal zwei Kills macht. Okay, sind $600 mehr für ihn. Ist eine Smoke und eine Nade. Aber an sich, ja, stört's Nip halt nicht unbedingt. Schauen wir mal, die Ninjas bewegen sich diesmal erstmal nochmal oder verteilen sich erstmal nochmal komplett auf der ganzen Map. Zwecks Linkslastigkeit kann ich nach dem Spiel schauen. Es sieht wirklich gerade, also ich gucke gerade auf den Splitter noch, es sieht wirklich so aus, als wäre es auf der einen Seite ein klitzekleines bisschen mehr. Ich werde schauen, ob ich es nachher anpassen kann, aber es ist wirklich, es ist eine Nuance sozusagen. Es ist ganz, ganz wenig. Ein Hauch von nichts sozusagen. Aber ich werde schauen, ob ich es dann auch noch anpassen kann. Das ist sogar was ich kann. Da weiß ich auch genau, was es liegt. Das ist easy. So, Mitte hier erstmal angegangen vor den Ninjas in Pyjamas. Bisschen nachvollziehbar. Mitte-Kontrolle auf Cash möchte man einfach gewinnen. Allerdings hält Innocent jetzt aber gegen. Er wollte eigentlich zurückgehen. Kann aber aus dieser Rückwärtsbewegung noch zwei Frags rausmachen. Ist natürlich ein bisschen bitter für Nip jetzt, dass sie da noch wieder verlieren. Mal schauen, ob sie sich aus diesem 5 gegen 3 nochmal rausspielen können. Schöne Flash wieder in die Main rein. Das ist auch ganz wichtig. Diese Offensiv-Moves in Main bzw. Tür. Am A-Spot musst du einfach schauen, dass du die Gegner ein bisschen unter Druck setzt, bevor sie irgendwie den Go spielen. Oder halt mit dem richtigen Timing dann da irgendwie reinpusht. Ja, Gatwell ist auf jeden Fall der letzte verbleibende Spieler. Jetzt ist hier nur in Anführungszeichen gegen 3, aber es wird extrem schwer, weil alle drei ihn einfach auch schon annehmen. Minis zieht da drüben einmal rum. Gatwell hat zwar schnell genug reagiert, konnte aber nicht sofort den Shot setzen und den muss er halt einfach setzen. Sonst kann er diese Situation direkt vergessen. 3:1, die erste Waffenrunde geht an die Spieler von Lorsch Gaming. Schauen wir mal ganz kurz nochmal vorbei, da sehen wir Gatwell gerade nochmal, wie er das Ganze versucht hat. Oh, es ist so bitter, der Cleanfield ist immer so weit hinten dran, weil er einfach immer so laggt. Ich würde es ganz gerne nochmal kurz die Spieler sehen. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass Nip nicht schneller spielt. Da sehen wir sie. Gibt's mal die Faust. Jetzt wieder rein da. Also wir sehen Nip, die sich hier erstmal aufgebaut haben, erneut. Also man teilt sich auf jeden Fall zu Beginn der Runde erstmal auf. Das ist auch völlig nachvollziehbar. Was sind Frags? Frags ist einfach nur ein anderes Wort für Kill. Ich weiß nicht genau, warum es sich durchgesetzt hat. Vielleicht, weil Kill halt einfach ein bisschen nach Killerspiel mehr klingt. Deswegen haben wir vielleicht so ein bisschen damit angefangen. Ist einfach ein Wort, was sich durchgesetzt hat. Vielleicht kann uns jemand die Geschichte des Wortes Frag erläutern und uns erleuchten in meiner ewigen Unwissenheit. Ah, schlechte Position von Innocent. Sowas darf natürlich eigentlich nicht sein. Ich weiß, also er hat halt einfach, glaube ich, eine Flash in der Hand, die er halt werfen wollte. Wenn dann quasi, also er hat sein Mate gerade noch im Z-Gang, wenn irgendwas kommt, dann wirft er die Flash und beide können rumziehen. Aber es war einfach schlecht positioniert. So, Maus und Spedo haben sich beide am B-Spot platziert. Also Nip hat jetzt eigentlich eine saubere 5 gegen 2 Überzahl. Theoretisch sollte man den Spot hier recht leicht einnehmen können. Jawohl, Freiberg, da ist doch mal wieder ein schöner Headshot von ihm. Freiberg räumt den Spot frei, so muss es sein. The Cleaner sozusagen. Minis und Mihu im 2 gegen 3. Ich weiß nicht, kommt jetzt ein bisschen drauf an, wie schnell sie einen Frag bekommen. Also wenn man jetzt gleich noch einen so in den nächsten, sagen wir mal, 5 Sekunden holt, kann man es definitiv noch versuchen, sonst wird es hier echt eine knappe Kiste für sie. Aber sie gehen trotzdem rein. Freiberg verteilt hier ordentliche Gesichter. Oh mein Gott, und Mio noch einen zweiten. Und den dritten vermutet er völlig richtig. Aber Gatright hier zum Glück mit dem Headshot. Also zum Glück für die Ninjas in Pyjamas gegen Mio. Puh, knappe Kiste. Kostet wieder sehr viel Geld bei den Schweden. So viel, dass sie jetzt vielleicht sogar schlechter gut sind als die Gegner. Nee, den Lorsch Gaming nach dieser einen gewonnenen, diese mit nur drei, na drei ist eigentlich okay, überlebt haben, sofort wieder eine verloren. Ihr Vorteil ist, dadurch, dass sie mit drei Leuten überlebt haben, müssen sie jetzt nicht gleich wieder in die Eco, sondern, also müssen schon gleich wieder in die Eco, müssen aber nur eine schieben und keine Doppel-Eco machen. Das ist jetzt einfach der springende Punkt. Das heißt also, eine Sparrunde reicht hier aus und dann geht's direkt weiter
mit der Waffenrunde hier für CSGO läuft. Vielleicht können sie hier in der Eco nochmal ein bisschen Damage anrichten. Ja, also auf jeden Fall Menis nicht. Der hat sich da schon mal verabschiedet. So, Maus vorne in der Kiste sollte jetzt auch keine überraschende Position sein für NiP, also das würde mich stark wundern, wenn sie darauf großartig reinfallen würden. Zumindest muss dann nach dem ersten Kill Schluss sein, selbst wenn er überhaupt einen bekommt an der Position. Oh, die Smoke liegt nicht sehr gut. Und NiP entscheidet sich dafür, sie sogar nochmal zurückzuziehen, finde ich interessant. Ich meine, man hat jetzt nicht wirklich viele Informationen gesammelt, also sie wissen jetzt nicht großartig, da stehen so und so viele Leute, sondern man hat sich eigentlich nur ein bisschen rangetastet, aber der A-Spot scheint ihnen dann trotzdem lieber zu sein. Deswegen nochmal die Rotation, da konnte Pit vorhin schon mal einen ziehen, man weiß also auf jeden Fall, dass er, wenn überhaupt, ein bisschen geschwächt ist. Golosch geht da voll davon aus, dass hier momentan der Vego wird, das ist aber absolut nicht richtig. Denn genau in diesem Moment, in dem sie bemerken, es ist nicht B, marschiert NiP bereits auf A drauf. Das bedeutet, es ist schon viel zu spät, um noch was dagegen zu tun. Schön von Miho, auf jeden Fall Pit nochmal an der Smoke vorbei erwischt, wieder eine Schle... Oh, juiuiuiui. Schönes Gesicht, da hat er gut rüber gezogen, aber Xyz bereitet den Ganzen dann trotzdem ein Ende. Aber Freiberg ist gegen Spedo erfolgreich, Innocent fällt und damit ist es nur noch Maus. Also die Eco wird hier nicht allzu gefährlich werden. Klar, Miho hatte zwei schöne Frags, aber mehr gibt's hier nicht. Mehr darf es auch eigentlich nicht geben. Ist raus auf dem Schirm, nimmt den letzten Gegner auch noch raus. Und damit gibt es hier keine gesavte Pistole für den Spieler von Lorsch Gaming. So, zweite Waffenrunde steht an. Schauen wir nochmal ganz kurz in die süßen Gesichter vor Ort. Ich muss bloß den Spiel nochmal kurz neu starten. Da sind sie. Die Lunchies in Pyjamas. Nach der gestrigen Leistung sicherlich nicht sehr erfreut. Also ich denke mal, hier aus der Gruppenphase rauszukommen, ist schon so mit das Mindestziel, was man sich da selbst gesetzt hat, nachdem man ja auch wieder in Columbus den Legend-Status erreicht hat, als Brett nur mitgespielt hat. Get right, sehr schön. Sitzt. Jetzt kommt Innocent um die Ecke und er macht aber YOLO-Modus an. Aber das funktioniert und zwar sehr, sehr gut. Sind, pickt sogar noch einen weiteren raus. Forest und Pit. 2 gegen 3 im 1 gegen 3. Da war es nur noch Pit. Nachdem Minis in der Mitte nochmal gegen Forest erfolgreich war. Da werden sie wohl auseinander gepickt. Pit ist jetzt hier auf jeden Fall alleine gegen 2. Schauen wir mal, ob er das noch rausholen kann. Das wäre natürlich ein sauberer Klatsch hier, aber er hat selbst noch 30 AP. Also es wird eine echt schwere Angelegenheit. Und Minis zielt ihn da auch schon an mit seiner AWP. Sind von der Seite. Er muss nur das richtige Timing gegen Main haben. Das ist hier vielleicht sogar schon der Schlüssel zur Runde, aber dadurch, dass die Smoke fällt, konzentriert er sich lieber auf kurz, bleibt offen gegen Main und wird dementsprechend von Innocent rausgenommen. Zweite Runde für Lorsch Gaming steht. Wegen der Geschichte Mihu oder wie auch immer man eigentlich spricht. Es meinte mal jemand zu mir, der polnische Herkunft ist, dass man das nicht spricht, sondern ihn einfach Mihu nennt. Ich kann dir ehrlich gesagt nicht sagen, ob es stimmt oder nicht. Ich habe es einfach beibehalten. Ist eigentlich auch völlig Latte, weil ihr wisst sowieso, wen ich meine. Und bevor jetzt irgendjemand ankommt, Pit hat sich selbst in dem Video so ausgesprochen, deswegen nenne ich ihn einfach Pit. Egal, ob er eigentlich Piff heißt oder wie auch immer, er hat sich selbst so genannt, also bleiben wir dabei. Sehen wir nochmal die Wiederholung von Innocent hier, wie er einfach rauscast und alles umschießt. Ja, da haben sie sich halt ein bisschen überraschen lassen, aber der Move war auch nicht zu erwarten, ehrlich gesagt. Und Abfahrt. Auch die B-Spot mit einer kleinen Flash, einfach durch die Smoke, das ist nichts Großartiges. Aber hat den Gegner hier auf jeden Fall ordentlich überrascht. Also man hat hier relativ früh bemerkt, dass Lorsch Gaming zu Beginn der Runde immer mit zwei Leuten in der Mitte steht. Das hat NiP jetzt echt früh gereadet. Man konnte halt so mit dieser Flash da auch sauber drauf reagieren, weil ein Spieler in der Smoke umzufahren ist, oder sollte zumindest relativ leicht sein. Klar, man hat ein paar AP verloren, aber gut. Damit werden sie leben können, dafür haben sie den kompletten Spot. Ja,
Tech kommt hier auf jeden Fall nochmal ins Rollen. Und kommt noch die ersten beiden Frags. Der war wichtig. Dass Forrest sich hier durchsetzen kann, war extrem wichtig. Jetzt können sich nämlich die verbleibenden Nimp-Spieler alle schön hinten auf die T-Main konzentrieren. Das war der vielleicht sogar der entscheidende Frag in diesem Retake, dass Forrest da den Headshot setzen kann. Und somit gibt es die Runde Nummer 6 für die Ninjas in Pyjamas und vor allem nochmal ein Headshot von Exist hier gegen Innocent. Und wieder verliert Lorsch Gaming hier die Anschlussrunde und verliert damit auch ihr Geld. Und wenn es so weitergeht, dann glaube ich, braucht man sowieso keine Gedanken mehr darüber machen, wie man Michu, wie auch immer ausspricht. Dann ist hier nämlich Lorsch Gaming sowieso weg. Jetzt haben wir noch eine andere Aussprachemöglichkeit. Mihau, okay. Gibt es da auch irgendwie unterschiedliche Dialekte oder dass es bei jedem einfach anders ist oder... Keine Ahnung. Ich bleibe jetzt einfach mal bei Mihu, aber vielleicht können wir ihn ja irgendwann mal fragen, wenn ich ihn irgendwo mal sehe. Sehr schön, Exist und Pitz. Vielleicht hat er einen Twitter. Wahrscheinlich twittert er mir jetzt während des Spiels zurück. Spero und Maus versuchen es einfach nochmal rein in die Main. Vielleicht geht da auch noch was. Forrest. Na, muss da auch ein bisschen aufschauen. Haben sie sich hinten echt noch ein bisschen in die Bredouille bringen lassen, die Ninjas in Pyjamas. Ah, wenn nichts geht, später dann down und somit ist Maus der letzte Verbleibende. Ich weiß nicht, vielleicht würde er versuchen, nochmal an die AWP ranzukommen, aber das Problem ist halt, er weiß genau, dass die jetzt abgehen wird. Er hat versucht, da den letzten Spieler noch zu handeln, damit hier auch keine AK gesaved wird oder sowas. So, jetzt ist bloß noch das große Rätsel raten, wo ist dieser Maus eigentlich genau? Aber man müsste es jetzt wissen, nachdem die Tür ausgeschlossen ist, dass er eigentlich noch in der Main stehen kann. Ja, und da wollen sie ihn auch sauber sandwichen und dafür dann nicht gesandwiched, nachdem Freiburg verschießt, aber wenigstens Getright dann rechtzeitig da. Man musste ein bisschen Gas geben, deswegen ist Freiburg vorher rumgezogen. Also normalerweise wartet man aufeinander, dass man gleichzeitig rumgehen kann. Aber dadurch, dass die Bombe schon explodiert ist, weiß man ja nicht hundertprozentig, also man weiß es schon genau, aber man ist sich ja nicht ganz sicher, ob es sich noch ausgeht. Deswegen ist Freiburg einfach ein bisschen früher rumgegangen. Gut, passiert. Frag ist trotzdem noch gezogen worden. 7 zu 2. Wenig Geld bei Lorsch Gaming. Sollten sie die Runde abgeben, müssten sie wieder direkt in die Eco. Sollten sie die Runde knapp holen und die darauf wieder abgeben, müssten sie eine Doppel-Eco. Und sollte Nip die Runde verlieren, könnten sie nochmal eine Runde vorspielen auf jeden Fall. Aber wirklich schön ist es bei ihnen auch nicht. So, wieder diese Flash in die Main. Diesmal werden sie allerdings niemanden finden, denn es geht ab in die Mitte. Und da stand Getright, den habe ich übersehen. Main Innocent wird auch überfahren und das sieht sehr, sehr gut aus für Nip. Jetzt können sie Minis hier natürlich sauber unter Druck setzen. Der kann sich zumindest noch einmal retten. Ist jetzt aber eigentlich das Volk angesagt. Ja, Exist ist auch durchgepusht, aber Lenk gerade wieder irgendwie. Der war eigentlich schon so gut wie tot. Trotzdem sie ihn nicht hundertprozentig bekommen. 2 gegen 3, also Maus und Spero. Jetzt ist es nur noch Spero. Ja, und der hat auch schon wieder keinen Bock, zieht sich zurück. Verständlicherweise keinen Bock mehr auf die Runde, weil es einfach extrem schwer wäre, jetzt noch zu holen. Also bisher, denke ich mal, Nip auf jeden Fall erwartet hier das bessere Team in diesem Match. Klar hat ihnen der Eco-Stuhl auch so ein bisschen mit reingespielt, aber man muss, also im Vorhinein hätte ich jetzt hier wirklich einfach safe gesagt, Nip macht's. Und bisher sieht's auch gut aus. Aber das Spiel ist natürlich noch längst nicht vorbei. Wir sind gerade erst in der ersten Halbzeit und da auch nur so in der Halbzeit sozusagen. Es kann hier immer noch ein 8-7 werden und dann ist es für Lorsch Gaming immer noch eine sehr gute Ausgangssituation, keine Frage. Schauen wir noch mal ganz kurz, ob wir die Spieler noch mal reinkriegen. Sehen wir Spedo gerade noch mal mit seinem gescheiterten Save-Versuch. Gib Spieler-Feed, please. Thank you. Ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern, wie Forrest ohne Bart aussieht, ehrlich gesagt. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, was ist die Bedingung bei Forrest? Ist es, dass sie einen Major gewinnen oder einfach nur, dass sie irgendein Turnier gewinnen, dass er sich den abrasieren wird? Oder lässt er sich den wirklich einfach wachsen, weil er Bock drauf hat? Weil ich meinte, dass es hier mit seinem... bis sie wieder irgendwas gewinnen zusammenhängt. Oder bis er wieder irgendwas gewinnt.
Aber ich glaube, wenn er da noch geht, dann kann er sich den noch ein bisschen wachsen lassen. Gegen die Spieler von Nip direkt hier am Spot. Der hat gerade eben mit seiner P250 schon mal ziemlich viel angerichtet. Auch diesmal wieder den First Track gesetzt. Oh, schön von Getright. Wichtiges Brett hier, weil wie gesagt, bisher kann Mew da wirklich gut gegenhalten. Auch nur mit den Pistolen. Er war ja auch derjenige Spieler, der mal für Virtus.pro tatsächlich den Stand-In gemacht hat auf irgendeinem LAN-Turnier. Ich glaube, es war in San Jose, wenn mich nicht alles täuscht. Ich bin mir aber nicht mehr hundertprozentig sicher. Und da hat er eigentlich auch eine recht gute Figur gemacht. Klar, er war jetzt nicht die Überperformer, lag aber auch daran, dass Virtus.pro selbst da nicht wirklich gut gespielt hat. Aber ich fand ihn eigentlich schon nicht schlecht und ich denke auch, er ist definitiv einer der Spieler, die man noch auf dem Schirm haben sollte, was die polnische Szene angeht. Wer weiß, vielleicht wird bei Virtus.pro irgendwann wirklich mal ein Platz frei. Ich denke, da wäre er einer der ersten, die gefragt werden, tatsächlich. So, werfen wir einen kurzen Blick ins Scoreboard. Freiburg steht momentan ganz oben, aber insgesamt jetzt nicht so weit auseinandergezogen. Auch CSGO-Lausch ist jetzt nicht so weit weg teilweise. Klar, Maus und Spero fallen ein kleines bisschen raus, aber die anderen können eigentlich jetzt auch von der Frag-Anzahl her relativ nah bei NiP bleiben. Und es zeichnet sich auch so ein bisschen ab halt diese Runden. Also wir sehen, dass da halt häufig zwei, drei Leute einfach sterben bei NiP. Und dementsprechend auch halt die Frags natürlich schon da bei CSGO-Lausch, aber halt dieses kleine Quäntchen, was irgendwie immer noch fehlt. Diese Runde Gadget ist einfach mal drüber gefahren. Ist halt bitter, gerade in der Waffenrunde. Zwei so schnelle Frags machen das Ganze eigentlich schon wieder super schwer, bevor es überhaupt angefangen hat. Gerade auf Cache, wo die Verschiebewege über die CD-Base halt trotzdem relativ lang sind. Also man ist hier schon gut. Ist jetzt keine gerade Linie. Ich glaube, so wird niemand laufen, außer er ist besoffen. Aber es sind ungefähr 10 Sekunden. Das ist schon ein gutes Stück. Ich meine, wenn man bedenkt, die Bombe tickt 40. 10 Sekunden ist eine Defuse-Dauer, wenn du keinen Kit hast. So muss man es halt sehen. Also klar, normalerweise hast du das schon vorher verschoben, ja, bevor die Bombe geplantet wird, du gehst nicht erst dann rüber, wenn die genau in der Sekunde, in der die gelegt wird, aber ihr wisst schon, auf was ich ungefähr hinaus will. So, Gadget fängt den Baseboard weiter und das macht das Ganze noch überzeugender für Launch Gaming. Die gehen ja sowieso schon komplett vom Baseboard aus. Haben sich da auch schon draufgestellt, versuchen einfach zu stacken und jetzt wird Gadget da schauen, dass er Schaden machen kann. Wenn nicht, ist es auch egal, jetzt muss einfach nur der Go Richtung A erfolgen. NiP weiß momentan natürlich noch nicht, dass es der Stack ist. Sie werden es gleich herausfinden und sich dann natürlich wünschen, man wäre schneller drauf gepusht, aber gut. Das kann man halt nicht wissen. Jo. Aber nochmal der Molotov, wie der da Pitch-Schaden gemacht hat. Hat keine Fuse gelassen, man muss schon ordentlich Gas geben hier bei CSGO-Lausch und ja, das wird wohl nichts mehr. Fixist pickt später auch noch raus, also da fallen dann wieder zwei schnelle Frags. Oder drei schnelle Frags eigentlich, weil der dritte Spieler hat auch nicht mehr allzu lange gelebt. Und dann war es das auch schon wieder mit dem Retake. Und jetzt haben wir noch voll Fokus. Die lassen da nichts anbrennen, die Jungs. So, Lausch Gaming versucht halt jetzt auch mittlerweile schon ein bisschen speziellere Sachen. Also wirklich auch mal mit drei Leuten vor B pushen. Kann man durchaus machen, hat jetzt in dem Moment wieder zu keinem Ergebnis geführt. Pit konnte wieder an der Tür den Entry-Frag setzen und das ist wirklich was, was sich bisher wiederholt hat. Also es ist nicht das erste Mal, dass er da offensiv geht und es ist auch nicht das erste Mal, dass er da erfolgreich ist, sondern mehrmals. Auf jeden Fall ein Schwachpunkt, weil wenn du halt jedes Mal wieder an der Tür diesen blöden Entry-Break kassierst, dann ist es halt einfach nervig. Ist auch einfach, das darf halt nicht sein, weil du bist dann jedes Mal wieder in der Unterzahl und es ist einfach schwierig, daraus noch zu spielen. Innocent an B hat es gerade eben schon mal rumgerissen. Puh, man ist zwar jetzt so dritt auf dem Spot und man hat auch ein 1 gegen 3, aber wir schauen uns mal die HP-Zahlen bei NiP an und wir sehen, dass die Runde für Minis durchaus noch holbar ist.
Ist nur die Frage, weiß er, wie wenig HP die haben? Er versucht es auf jeden Fall. Oh, er hat den erstmal nicht gesehen, oder? Okay, hat Pütz tatsächlich noch rechtzeitig erspähen können. Die beiden Nippspieler gehen hier beide aus. Gehen hier beide raus Richtung CDBS. Das ist halt bitter für Minis. Er verschwendet jetzt so viel Zeit Richtung Spot, obwohl halt einfach niemand da ist. Es ist einfach keiner da. Und die beiden Spieler werden da unbeschadet davonkommen. Kann durchaus sein, dass es Scatrite noch zerlegt von der Bombe. Schauen wir mal, ob er weit genug wegkommt. Drehen zur Bombe bringt übrigens in CSGO nichts mehr. War in den vorherigen Teilen so, ja, aber in CSGO macht die Bombe immer gleich viel Schaden. Das ist rein abhängig von der Distanz. Wie viel Schaden du tatsächlich von der Bombe bekommst, alles andere spielt keine Rolle mehr. Ja, 11 zu 2. Also bisher die Ninjas in Pyjamas sehr dominant, aber wir sehen Gatewild hier noch sehr verhalten. Also man möchte das Spiel hier wirklich sicher zu Ende bringen auch. Wie gesagt, für Golosch wäre es das Ende in diesem Turnier, wenn sie verlieren. Andererseits auch für NiP. Ja, Comeback ist immer möglich. Schön in die Mitte rein mit dem Schachtmolotow sogar. Das ist immer ein sehr schöner Move, dass du einen Garten abstellst und den anderen Schachtmolotow lässt. Wenn wirklich ein CT im Schacht drin ist, muss er rausschieben durch den Molotow durch. Und dann hast du einen Gartenspieler, der ihn theoretisch abfangen kann. Gut, Gatewild hat ihn jetzt nicht hundertprozentig getroffen, aber man weiß auf jeden Fall, man hat die Information, dass da einer war. Mitte wird auch noch zerlegt. Also die Kontrolle auch in der Mitte ist was, mit der Losh Gang bisher überhaupt nicht, oder auf die Losh Gang bisher überhaupt nicht klarkommen. NiP kann da immer und immer wieder reinmarschieren und sie da richtig schön zerlegen. So, Minis. Geht da was? Da geht nix, wird von zwei Leuten gleichzeitig gefaced. Selbst wenn er einen erwischt hätte, hätte der Refrag fallen sollen. Ob es dann wirklich passiert wäre, ist wieder eine andere Geschichte, aber gut. Richtig Laser Tiberius, natürlich die Höhe auch entscheidend. Auf Inferno zum Beispiel sieht man es auch immer wieder. In dieser kleinen Ecke, wo man sich hinten verstecken kann. Da hast du natürlich absolut rechts. Recht. Wow. So, oh Gott. Maus und Spedo versuchen, ihre Waffe am Baseball zu phasen, aber mit fünf Leuten versucht man natürlich zu handeln. Vor allem, wenn wir uns mal die Geldstände von NiP angucken, die können ja doch noch ein, zwei AKs verlieren, ohne große Probleme. Das war's dann auch mit Spedo. Maus hofft. Hofft aber vergebens. 12 zu 2. Ja, das ist halt immer bitter. Wenn du in so einer Situation steckst, da fühlt man sich halt einfach extrem schlecht. Nachvollziehbar. Klar, niemand möchte hier auch so einem Turnier mit einem 13 oder mit einem 12 zu 3, 13 zu 2, wie auch immer, abgefertigt werden. Jetzt gibt es hier die beiden Autosnipers von den Ninjas in Pyjamas. Die drei Autosnipers sogar, sehe ich gerade. Ah, weiß nicht. Kann man machen, aber ist halt eigentlich wirklich, also nicht jetzt zwecks Respekt oder so, sondern es ist aber eine schlechte Runde, aber sie haben sich halt noch die AKs hinten hingelegt, damit man die einfach picken kann. Also nur der Versuch, Entry-Picks zu setzen, jetzt ist Exist hier tatsächlich auch erfolgreich. Jawohl. Das bleibt noch ein bisschen weiter rein. Na, Innocent, hast du Bock? Nee, anscheinend keinen Bock. Oder doch? Hat er Bock? Hat er Bock? Hat er Bock gehabt? Das war's dann. Spedo und Mio, die letzten beiden verbleibenden Spieler. Also es sieht nach einem 13-2 aus, wenn hier nichts mehr anbrennt. Forest, na? Ein bisschen veraimt gegen Mio. Und dann ist es letztendlich Exist. Nochmal mit der Autosniper. Nummer 3 für ihn in dieser Runde. Good Half. NiP dominiert Losh Gaming mit einem 13-2 auf DE Cash. Könnten mit der gewonnenen Pistole natürlich hier schon alles dicht machen. Ja, da glaube ich, brauchen wir nicht mehr allzu viel dazu sagen. NiP holt hier uns aber nur wieder den Zeitplan auf. Aber das war auch. Also, ich habe es zumindest erwartet von ihnen, muss ich ehrlich sagen. Und es ist auch nötig für sie, dass man jetzt einmal wieder so ein Ergebnis spielt. Da muss sogar der Fred lachen. Ach, sogar der hat so ein Händewärmer, das ist hier richtig gut.
Ah, da resigniert man natürlich so ein Stück weit. Aus dem Heizergebnis kann man wohl auch nicht mehr allzu viel erwarten. Epische Musik wieder an. Ihr glaubt mir gar nicht, wie glücklich ich bin, dass der Sound wieder geht, echt. Was ich mich bloß immer noch frage, warum war es denn nur der Ingame-Sound? Hat sicherlich noch was mit der Einstellung bei der Soundkarte zu tun. Aber gut. Damit wollen wir uns jetzt nicht weiter beschäftigen, sondern mit der Pistolenrunde. Auf DE-Cache und da wurde der erste Spieler in der Main gerade eben rausgenommen. Getriot wollte versuchen, Informationen zu sammeln, gab es hier allerdings nicht für ihn. Schauen wir mal, ob sie zu viert den Retake noch schaffen. Ich denke mal, Lodge Gaming wird einfach nur versuchen, auf dem Aspart zu pushen. Sehen wir gerade eben auch schon mit den ersten Smokes. Ist jetzt auch hier nachvollziehbar, also dass man da nichts mehr großartig anderes angeht, ist logisch. So, die Fuse Kills vorhanden, allerdings keine Nades mehr. Das heißt also, hier für Nip gibt es einfach nur Full YOLO rein. Genau derselbe Retake im Prinzip, den Lodge Gaming gerade schon mal versucht hat. Lodge Gaming trifft sie da auch nicht so hundertprozentig. Jetzt kommen die ersten Headshots rein. Jawohl, da war nochmal einer. Und letztendlich ist es dann noch Pitts. Der kann zumindest einen Frag noch machen, wird aber dann auch rausgenommen. Also wenigstens die Pistol Round kann man hier nochmal gewinnen auf Seiten von Lodge Gaming. Man sollte sie halt trotzdem nicht abschreiben. Das Potenzial ist da. Aber es wird schon ein echt harter Kampf gegen Nip. Naja, das Ding, spätestens mit dem, wenn die im Hochsommer den noch benutzen, viele kriegen halt beim Zocken echt kalte Hände, also und auch im Sommer. Ich höre das immer wieder von vielen, ich kann es auch nachvollziehen. Ich persönlich habe das Problem nicht, weil die werden immer warm. Oder auch immer, zumindest die Maushand. Die bleibt, also die wird wirklich immer so schön von innen raus, wisst ihr, so ein eingebauter Händewärmer quasi. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, woran das liegt. Aber ich höre halt immer wieder von vielen, dass sie auch halt im Sommer wirklich mit kalten Händen große Probleme haben. Vielleicht auch gerade dann deswegen, weil die Hand halt auch mehr schwitzt dann und dementsprechend auch mehr auskühlt. Aber ja. Ich weiß nicht, vielleicht sind es tatsächlich auch so kombinierte Wärme und auch noch Trockner quasi in einem. Kann ich dir ehrlich gesagt nicht hundertprozentig sagen, aber wir hatten ja Lenz mal gefragt von Mousebots. Er meinte, es sind einfach nur Handwärme. Und der war vor Ort, der muss es wissen. Get right. Ah, oh, schöne Flash mitten ins Gesicht. Ja, der sieht nie wieder was. Der ist wirklich für immer blind. Aminis kann nochmal 2 zuschlagen. 13 zu 4. Also Forcefire nicht erfolgreich. Das bedeutet also eine weitere Eco für die Nungis. Sollte jetzt eigentlich nochmal eine lockere Runde werden für die Polen von Lodge Gaming. Ja, wenigstens haben sie immer gute Skins, ne? Das ist halt der große Vorteil natürlich bei so einer Seite im Hintergrund wie CSGO Lodge. Die behalten ja trotzdem immer relativ, also die halten immer einen gewissen Prozentsatz an Skins auch einfach ein. Beziehungsweise bleibt halt auch immer was übrig. Ja, man kann es ja nicht immer komplett verteilen. Und dementsprechend denke ich mal wirklich, dass die da keine Probleme haben werden. Wenn da mal ein deutsches Team tatsächlich, die von CSGO Pool gesponsert waren, das war auch sehr interessant. Auch da ist natürlich immer den Vorteil, ne? Skins gibt's halt immer en masse. Weil die haben halt auch genug. Immerhin etwas. Spiro in der Mitte. Na, da geht noch ein bisschen was für ihn. Schauen wir mal, ob wir noch ein paar mehr Frags machen können. Geht hier jetzt eigentlich eher ums Geldtechnische. Sauber. Spedo nochmal mit 2 Kills. Hat sich dann nicht vernaschen lassen. 4 Kills. Insgesamt 13 zu 5. Preisgeld egal. Hauptsache Skins passen. Ja, ist halt, also keine Ahnung. Vor dem Preisgeld kaufen sie sich auch bloß Skins. Also von dem her. Nein, Quatsch. Natürlich will man das Turnier ja eigentlich trotzdem gewinnen. Es war jetzt auch nicht ernst gemeint, wirklich. Aber ja. Vielleicht ein kleines Trostpflaster. Kappa. 13 zu 5.
So, jetzt gibt's hier die erste Waffenrunde. Die wird natürlich interessant. Getride mit der P90. Der spielt den Rasenmäher sehr gerne in letzter Zeit. Packt ihn immer und immer wieder aus. Und hier wird einfach nur der Argo aus. Uiuiui, Getride, überhaupt keinen Fokus gehabt. Boah, da hat er sich ein bisschen überraschen lassen. Ist nicht davon ausgegangen, dass die hier einfach durchjodeln und halt einfach rauspushen aus der Tür. Haben sie aber Freiburg, der Spraymaster. Da war sogar fast noch ein Vierter drin. Aber dann kommen Mio bzw. Innocent und räumen ihn nochmal sauber auf. Aber nichtsdestotrotz, ultra starke Aktion von Freiburg, denn nur diese Aktion macht den Retake überhaupt erst möglich. Und die Bombe liegt halt so schlecht für CSGO-Losch. RIP. Innocent muss pushen, aber dann steht Pit hier und wird den Gegner, der versucht, ihn zu facen, aber aufhalten. Forrest bleibt versteckt, damit er seine Waffe safen kann. Nice von Freiburg. Sehr, sehr starkes Play. Warte mal, vielleicht kriegen wir hier gleich nochmal Replay. Gib, gib, gib. Da ist er. Spraymeister. Schnelles Replay bitte, schnell, schnell, schnell. Ja, da ist es nochmal. Da sehe ich das. Oh, starkes Play. Vor allem der letzte auch, wie er einfach durchklickt. Und der hat da fast noch abgeholt. 34 AP nur noch nach diesem Spray. Not bad. Ja, der Afterblend, der war ein bisschen verdattelt. Ich denke mal Kommunikationsfeld, dass man einfach nicht genau richtig durchgegeben hat, wo die Bombe eigentlich liegt. Oder die beiden sind dann vor lauter Panik einfach in die Main reingeschoben und haben dann gemerkt, da war ja was. So, Losch Gaming nochmal mit einem Versuch, eine langsame Runde aufzuziehen. Sie haben diesmal auch eine AWP dabei. Können also damit auf jeden Fall versuchen, irgendwie einen Pick zu landen. Spedo ist auch in der Mitte unterwegs und hat hier seinen Suchsteinwerfer schon mal angeschaltet und die beiden Picks sitzen. Sehr schön. Pit geht down, Exist ebenfalls. Da ist immer noch die Mittelkontrolle versagt und jetzt kommt es ein bisschen auf Gateway an. Nicht nur ein bisschen, da kommt es ziemlich auf Geld, aber wir machen es eigentlich auch ziemlich gut. Freiburg wieder einen rausgenommen und somit hat man hier erneut dieses 5 gegen 3 in ein 2 gegen 2 gedreht. Das heißt also, drei Spieler rausgenommen und selbst nur einen dabei verloren. Jetzt kommt es bloß noch darauf an, ob Forrest hier vielleicht noch eskalieren kann. Bisher kein so gutes Spiel von ihm. Also er ist jetzt nicht unbedingt komplett rausgefallen, aber wir sehen es ja auch, steht er momentan ganz unten bei seinem Team. Gut, auch wenn Pit weniger Frags hat. Aber man hat das Gefühl, dass er nicht so wirklich on point ist heute. Ich kann Freiburg ansagen, dass da beide sind, aber Mio schon wieder so ein starkes Brett, der Junge. Sehr gutes Aiming von ihm insgesamt heute schon. Aber das sehen wir jetzt auch wieder. Mio hat nicht die meisten Frags, trotzdem habe ich auch das Gefühl, dass er aus seinem Team am besten gespielt hat einfach. Also Frags nicht immer alles. Die reine Masse an Frags, von Minis zum Beispiel, kamen ja vorher auch noch ein paar aus der Eco raus. Vier Stück, um es genau zu nehmen. Sehr schöner Schuss von Mio, wirklich. Könnt mich dann später quoten, wenn er zu Virtus Pro wechselt. Nates. Da gibt es ein paar China-Börder nochmal. Haben wir noch bei Tailu eingekauft. Die Spieler von CSGO Lounge haben sich noch ein bisschen was abgeholt und das hat wunderbar funktioniert. 14 zu 7. Nochmal ein Ründchen für Lounge Gaming. Jetzt ist halt das Ding, also ich meine, ihre T-Seite bisher sieht ja schon mal ziemlich ordentlich aus. Ja, wirkt alles ziemlich solide. Man scheint einigermaßen on point zu sein. Die Moves an sich, die sie spielen, klappen. Aber Nip hat jetzt halt 14 Runden und sie haben bisher nur eine 10. Runde geholt. Das heißt, es kann halt sein, dass es hier schlicht und ergreifend wieder am fehlenden Rundenpuffer scheitert, denn irgendwann wird Nip nochmal zuschlagen. Und sei es nur eine Runde, dann ist es ja schon mal die Overtime. Aber zwei Runden sind halt sehr, sehr schnell gewonnen. So, jetzt schauen wir mal Snip hier in der Eco vor. Sie haben sich zu dritt auf dem B-Spot aufgestellt. Freiburg alleine drüben auf A. So ein bisschen spekuliert jetzt einfach. Sogar zu viert mittlerweile.
Nur Gatorade ist nochmal dabei, jetzt ein bisschen rüber zu schieben. Das hat sich ja schon ein kleines bisschen gezeigt auf dem A-Spot, auf Seiten von Launch Gaming. Sie haben schon ein bisschen durchgesprayt, deswegen vielleicht die Vermutung, dass da jetzt gleich irgendwas passieren soll. Aber CSGO Launch contactet sich eigentlich vor zum B-Spot. Es könnte wirklich sein, dass sie hier Probleme kriegen, denn wie gesagt, Nip steht zu dritter. Und dass sie sich so ausbilden, ist schon ein kleiner Gefahrenfaktor. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los auf den B-Spot drauf. Da oben steht Pilz und das haben sie wirklich gut aufgestellt. Hier müssen sie nur schon aus dem Ausland irgendwie down kriegen und das funktioniert. Exist kann Tatsache nochmal zuschlagen, aber er ist trotzdem alleine gegen zwei verbleibende Spiele hier. Also nichtsdestotrotz, egal was jetzt passiert, man hat viel Damage angerichtet bei den Spielern von CSGO Rush. Also Geld, technisch. Exist versucht hier nochmal eine neue Position zu bringen, wird dabei überrascht, dementsprechend auch rausgenommen. 14 zu 8, ein Ründchen mehr. Gut, der Geldschaden wird sie jetzt nicht so bemerkbar machen, weil CSGO Rush einfach trotzdem relativ viel Geld hat. Und sie brauchen nur so viel, dass sie, wenn sie eine Runde verlieren, nochmal kaufen können. Weil wenn sie zwei Runden hintereinander verlieren, ist es sowieso egal. Ja, da können sie noch 10.000 am Konto haben, ist das Spiel trotzdem verloren. So, nächste Waffenrunde steht an. Sucht er das AWP-Duell, aber Spedo sucht es irgendwie nicht so wirklich. Hat sich da eher auf Exist konzentriert und wurde dafür auch belohnt. Flyback seine Nate ein bisschen verworfen. Jetzt Gatorade am A-Spot. Einmal offensiv gegangen und damit auch erfolgreich gewesen. Hast du die Situation ausgleichen können, die Flash geworfen, damit er sich gegenüber Main absichern kann, weil es meistens dann passiert, wenn du in Tür offensiv gehst, dann versuchen dich die Main-Spieler noch rauszunehmen, während du wegschiebst. Klar, weil du musst dann hier reinsteppen. Also du kommst nicht weg, ohne dich quasi kurz zum Main zu zeigen, wenigstens an der Ecke da. Und deswegen hat er sich diese Flash geworfen, damit er davor auf jeden Fall sicher ist. Aber jetzt wird es gleich vor allem auf den B-Spot ankommen. Der B-Spot ist es. Freiburg und Forest. Die beiden schwedischen Legenden sozusagen. Forest pickt den ersten, beim zweiten wurde sie ein bisschen schwer, kann ihn letztendlich auch nicht rausnehmen, aber Freiburg gibt im richtigen Moment durch. Nimmt den zweiten auch noch mit 15 zu 8. Die Ninjas in Pyjamas holen sich den Matchpoint und damit haben sie jetzt 7 Runden Zeit, das Ganze zu Ende zu bringen. Oder halt, Launch Gaming braucht auch noch 7 Runden in Folge, um hier überhaupt erstmal die Overtime zu haben. Sonst ist das Ganze vorbei. Launch Gaming hätte dieses Spiel verloren, wäre aus dem Turnier ausgeschieden und Nip würde im Consolation-Finale stehen. Gegen entweder Astralis oder Dignitas, je nachdem, wer dann das Winner Bracket Finale verliert. Versteht ihr, ich habe fair gesagt. Das ist lustig. Gucken wir mal kurz rein. Während uns die Ninjas noch gezeigt werden, na dann halt nicht. Ja, Forest hat halt einfach nicht so sein Spiel. Also das denke ich mal, soll man nicht überbewerten. Er trifft halt jetzt gerade nicht so gut, aber es gibt manchmal so Tage. Ich meine, er muss heute sowieso nicht mehr spielen. Also dieses eine Spiel einfach durchbringen, danach kann es ihm quasi egal sein. Ich muss ganz ehrlich aber sagen, dieses Turnier ist, glaube ich, auch für die Teams extrem angenehm. Also du hast halt gerade so ein Spiel pro Tag. Zumindest jetzt momentan noch. Und das ist halt wirklich, wirklich nicht viel. Ein Best of One am Tag kann man locker machen. Geht hier nochmal in die Mitte rein, Innocent kann Freiburg wieder überfahren. Der First Frag erneut bei Launch Gaming, so wie gerade eben schon mal. Oh, aber Pit, wie weit er einfach hochzieht und nichts ist, macht den zweiten hier in der Mitte auch noch. Jetzt ist klar, dass der Argo auf jeden Fall stattfinden sollte. Es sollte eigentlich ein Split werden, aber nicht funktioniert. Gatorade, der gute alte Spraymaster, und dann ist es nur noch Mio. Der kann sich hier noch retten. Wenn es einer könnte, dann eigentlich er, aber er geht down. Und somit 16 zu 8, Nip gewinnt gegen Launch Gaming, erwartet dominant vielleicht auch so ein Stück weit. Kleines Aufbäumen auf der T-Seite gab es nochmal, aber dann auch nicht mehr. Wow, Deutsch ist wieder absolut.